Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und Leute, das Wetter ist heute einfach nur traumhaft. Der Simon zieht gerade seine Bahnen im Pool. Und heute ist auch ein trauriger Tag. Wir verlassen Koh Samui. Wir fliegen nämlich gleich von Koh Samui zurück nach Phuket. In Phuket bleiben wir dann noch eine Nacht. Und ja, mal schauen, was wir heute Abend in Phuket noch alles anstellen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Und morgen geht es auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland. Ja, irgendwie habe ich da keine Lust drauf, aber irgendwie freue ich mich auch, endlich mal wieder in der normalen Routine drin zu sein, wo der Fokus dann auf vor allem Arbeiten und Trainieren ist. Und ja, da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Und deswegen würde ich sagen, bleibt dran und viel Spaß mit diesem Video. Also Freunde, wie im letzten Video versprochen, heute gibt es Skorpion. Ich habe wirklich gar keinen Bock drauf, den zu essen. Ich auch nicht. Von hier auf die, wie heißen die Dinger? Scheren. Auf die Scheren. Ich würde einfach sagen, wir machen das. Fangen wir mit den Scheren an, oder? Freilich fangen wir mit den Scheren an. Also komm. Einen guten. Guten. Mmm, lecker. Übelst. Boah, ist das geil. Noch nie sowas Leckeres gegessen. Weiß ich jetzt nicht. Hat er irgendwie viel Eiweiß oder so? Schmeckt eigentlich nur nach räudigem Frittierfett. Ja, eigentlich schon. Ja. Schmeckt eigentlich nach nichts. Aber ich sag, wenn das nicht frittiert wäre, dann würde es wirklich nach gar nichts schmecken. Ja. So, jetzt der Kopf. Ha. Wie es innen aussieht. Hör's mal an. Irgendwie ist es schon widerlich, oder? Irgendwie schon. Ich will den eigentlich gar nicht aufessen. Naja, nicht. Naja, Leute. Was soll's. Rein damit. Hilft dir alles nichts. Hey Leute, ohne Witz, kennt ihr das, wenn ihr am Flughafen seid und man kann sich einfach nirgendwo hinsetzen? So sieht das Ganze in Koh Samui aus. Hier gibt es eine Bar, du kannst dich hier überall hinchillen. Das ist mein Flughafen. So Freunde, natürlich gibt es jetzt einen Burger am Flughafen. Wir haben Hunger und Burger ist einfach nur geil. Aber der sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber hier sieht es richtig geil aus. Hier ist einfach draußen, hier ist Wiese, eine Bar. Nennt mir mal einen anderen Flughafen, der so geil ist. Einen guten. So Freunde, was ist das bitte für ein geiler Flughafen? So entspannt, hier sind überall Cafés und Restaurants an der Straße. Ich könnte jetzt da reinspringen, weil hello. See your boarding pass, oh please. Yeah, you can see them. So Freunde, wir sind zurück in Phuket. Jetzt holen wir unsere Koffer ab und dann müssen wir noch eine Stunde Taxi fahren zu unserer Villa. So Leute, wir sind jetzt beim Hansa Sushi. Wir müssen raus, gell? Wir sind in irgendeinem Resort. Und hier werden wir jetzt was zu essen genehmigen. So Leute, für uns gibt es den besten Platz. So Leon, warum bist du die ganze Zeit immer am Stänkern? Nö, alles weil er gut. Broke ist. Nee, die wollen immer halt so viel Essen auf einmal bestellen und ich kann halt nicht so viel essen. Ja, dann musst du halt mal ein wenig mehr essen lernen. Ich bin halt kein Fan davon, Essen wegzuschmeißen. Ja, das gehört sich nicht. Ich irgendwas wegschmeißen. Die wollen immer direkt 60 Nigiri bestellen, dann noch eine Rainbow Roll. 6 Portionen Sashimi, das sind 5 solche Lachsscheiben. 60 Salmon Nigiri? 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. Yes. Yes. We are hungry. Are you. Real? 60. Okay. 60, yes. 60 Nigiri? Yes. That's good. Okay. Wir sind Chef, okay? Okay. Die sind immer alle so schockiert, wenn wir so viel bestellen. Ich frage mich. Essen manche Leute echt zu wenig oder essen die einfach zu viel? Naja, Sushi ist für die meisten halt ein Luxusessen. Die essen da halt so 6 bis 10 Stückchen und dann hören sie ja, auf, weil es zu teuer wird. Man muss satt werden. Man kann sich das schon mal gönnen, oder? Also freilich, wir gönnen uns ja sonst nichts. Also Prost auf Solama. Auf Solama. Auf Solama. Oder auf den letzten Abend. Oder auf den letzten Abend. Lieber auf Solama. Ja. Gut, kann man trinken, ja. Leute, und jetzt, wenn ihr schon mal dabei seid,
aktiviert die Glocke und abonniert diesen Kanal mal. Und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Ich sehe beim Leon fast keine Kommentare unter den Videos. Was ist denn los mit euch? Ihr müsst mal ihn ein wenig unterstützen. Mal kommentieren jetzt hier. Ja, für den Algorithmus. Schreibt mal einen Kommentar. Wie will denn der sonst Milliardär werden, wenn ihr nicht kommentiert? Also, ja eben. Es wird ja sonst nichts. So, also die Vorspeise für uns drei, das Sashimi, hat jetzt glaube ich 75 Euro gekostet. Können sich ja sonst ja nichts. Und gleich kommen noch 60 Nigiri, ja, ganz für... Ganz ehrlich, es geht eigentlich, weil wir haben in Ibiza einmal einen Tatar für 42 Euro Vorspeise gegessen. Also von das dem stimmt, her. Das stimmt. Aber jetzt kommen noch 60 Nigiri, die haben 240 Euro gekostet. Ich finde, es ist auch noch vollkommen im Rahmen. Also und noch eine Rainbow Roll für 20 Euro. Was? 20 haben die okay, gekostet? Okay, das geht dann. Ist dann langsam schon kriegen. Nee, ich glaube nur 17, 18 Euro die Rainbow Roll. Geht noch, finde ich. So, Freunde, das ist jetzt die zweite Portion. Also wir haben insgesamt 60 Stück bestellt, also 240 Euro. Hä, hey, wieso schaut denn der unterschiedlich aus? Keine der Ahnung, ist voll, ein anderer der voll Lachs. Hell, ne? Ja. Ja. Das ist ein New Zealand Lex. New Zealand Salmon, das ist ein ganz besonderer. Leute, ein so ein Stück kostet 4 Euro. So, Freunde, die 60 Nigiri sind geschafft. Und jetzt gibt es noch zum Abschluss eine Rainbow Roll. Ich glaube, die hat jetzt auch nochmal 17, 18 Euro gekostet. Aber ja, kommen wir heute auf 300 Euro. Ne, auf mehr. Wahrscheinlich 350 Euro mit Getränke. Aber kann man machen, würde ich sagen.